Gartenmann Engineering ist ein beratendes Ingenieurbüro. Wir sind beratende Ingenieure für Architekten in den Bereichen Akustik, Bauphysik, Energie, Nachhaltigkeit und von neuestem auch im Bereich Brandschutz. Wir haben ein Tool gesucht für Knowledge Management machen. Das ist für uns eine ganz zentrale Sache, dass unsere Leute untereinander kommunizieren können, dass wir Daten ablegen können. Wir haben eigentlich das Gefühl gehabt, es gäbe Standardlösungen. Wir haben auf dem Markt gesucht. Unser IT-Verantwortlich hat dann Advis empfohlen als möglicher Partner. Wir sind mit Advis zusammengehockt und haben geschaut, ob es so Standardlösungen gibt. Wir müssen feststellen, dass es nicht der Fall ist. Wir haben uns aber dann entschlossen, mit Advis zusammen so ein Tool zu entwickeln. Das heisst jetzt Orbit. Die Herausforderung war eigentlich, alte Wege zu verlassen, sich auf neue Wege zu begeben. Wir sind eingespielt über Jahre. Und gleichzeitig haben wir auch offen sein für neue Situationen, für neue Ansätze, für Lösungen zu finden. Und es war nicht immer ganz einfach, herauszufinden, was ist jetzt der richtige Weg, wie weit ist die IT maßgebend, wie weit sind unsere Prozesse maßgebend. Das sind so die Themen, die am Anfang sehr zentral waren. Wir haben uns nachher entschieden, das Projekt in zwei Phasen aufzuteilen. In der Phase 1, wo wir primär im Bereich Search gearbeitet haben. Das heisst, den User möglichst schnell Nutzen generieren, indem sie Sachen finden, die sie vorher nicht gewusst haben. Das ist das Wiki, das sind Teamräume, das ist die ganze Dokumentenablage. Und in der Phase 2 nachher das Ganze verfeinern. Nachdem dass der Kunde auch die Möglichkeiten besser gelernt hat. Dort ist sehr viel im Hintergrund gegangen. Wir haben eine automatische Metadatenvergabe implementiert. Wir haben einen Upload-Prozess implementiert. Und wir haben einen Aktivitäten-Feed gebaut. Von dem her sind wir eigentlich so in zwei groben Projektphasen vorgegangen. In der ersten relativ stark durch uns getrieben und in der zweiten sehr, sehr iterativ und sehr in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden. Die Zusammenarbeit mit Advis war sehr angenehm. Wir haben relativ schnell sind wir stark auf die technische Seite mit den Entwicklern selber gegangen und gleichzeitig haben wir das Controlling gehabt durch die Projektleitung obendran und sind so schnell zu einem Ziel gekommen. Wir erhoffen uns von diesen Optimierungen in der Phase 2 des Orbit, dass wir unser Know-how für die Zukunft sichern können, dass wir den Know-how-Transfer auf effiziente Art und Weise gewährleisten können und dass wir unseren Kunden eine qualitativ gute Beratung anbieten können.